Ja, hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nazaralter und bei Space Engineers. Ja, unsere letzten Blicke, die hier noch so über den Mars schweifen, während wir hier unseren kleinen, was auch immer fertig bauen. Auf jeden Fall, glaube ich, mal ein bisschen Zeug aus dem Inventar. Und generell nochmal schauen. Ich glaube, am Rover war noch was noch nicht ganz richtig. Genau, das war die Stelle hier. Die müssen wir noch fixen, bevor wir den Abflug machen. Und zwar brauchen wir dann nochmal Teile für ein paar Conveyor-Teile. Also hier, ihr wisst schon. So, und dann schauen wir mal, wie sieht denn das hier aus? Wir brauchen hier einmal den da. Und hier brauchen wir die Kurve. So, wie schaut's aus? Sind wir wieder dicht? Wohl gerade irgendwie nicht. Warum sind wir es nicht? Weil das hier irgendwie anders gebaut war. Hä, wie habe ich denn das gemacht? Weil irgendwo muss hier ja noch ein Lüfter drin gewesen sein. War der unten? Nee, unten war kein Lüfter mehr. Ich könnte jetzt zwar einen anbringen, aber das ist zum Platztechnisch auch wieder ein bisschen hässlich. Da passt auf jeden Fall keiner rein. Ich meine, ich kann natürlich mal zur Not hier irgendwie... Ja, okay, das hat jetzt natürlich wieder alles ganz tolle Dinge getan. Und irgendwas scheint jetzt auch nicht dicht zu sein. Kann das sein, dass der irgendwie verrückt ist? Nee, oder? Der hängt da noch dran. Der wackelt mit, ja. Jetzt bin ich aber verwirrt. Wie habe ich es denn dann gemacht? Oder hat ich eine Platte reingesetzt? Nee, da kann ich keine Platte reingesetzt haben, weil da ist Dings, luftdicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Da kann nicht luftdicht sein, so rum. Okay. Gute Frage, nächste Frage. Wie machen wir das jetzt am dämlichsten? Weil ich sehe jetzt gerade auch irgendwie keinen vernünftigen Weg, wie ich hier Luft reinbekomme und gleichzeitig irgendwie noch einen Kontakt zu der Kanone herstelle. So erstmal auf jeden Fall. Ich meine, auf dem Weg kann ich natürlich auch zur Not irgendwie Luft nicht kriegen, wenn ich die Tür immer wieder auf und zu mache. Ist aber eigentlich nicht der Way to go. Dann würde ich sagen, kommt hier tatsächlich noch einer rein. Ach, geht nicht, weil da ist das Licht im Weg. Ach, auch blöd. Wie habe ich es denn nochmal gemacht? Wahrscheinlich nie richtig. Habe ich das Ding oben nie angeschlossen? Ist die einfach draufgeklatscht und fertig? Möglich. Und gut, sei es wie es will, ist mir jetzt ein bisschen zweitrangig, wenn ich ehrlich bin. Wir wollen ja hier noch ein paar Dinge tun. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. So, hier brauchen wir auf jeden Fall noch mal so ein bisschen irgendwie einfach Optik. Ich hätte da auch eine Idee, was wir da tun können. Glaube ich. Das machen wir so. Ja, weil dieses wunderschöne Gefährt wird uns dann hoffentlich sehr bald
wieder in den Weltraum hochbringen. Wo wir dann wieder zu unserem Frachter zurückkommen. Und von dort dann einfach. Ich denke, wir werden wahrscheinlich nochmal hingehen und werden nochmal ein bisschen an dem Uran-Asteroiden ein bisschen rumnaschen. Das sollten wir auf jeden Fall tun. So, wie sieht das aus? Batterien hat man hier schon drin, ne? Oder habe ich noch keine gesetzt? Doch, da vorne sind sie doch. Ich habe gerade eine eingekapselt, ich hält. Klar, viel Panzerung würde es hier nicht bieten, muss es auch gar nicht. Das Ding muss eigentlich nur irgendwie nach oben fliegen und dann sind wir schon alle glücklich. Deswegen darf er trotzdem so ein bisschen halt, ne? Okay, lass mal kurz nachschauen. Wir haben einen Tank für Sauerstoff. Wir haben für Wasserstoff. Wir haben übrigens keinen Tank für Sauerstoff, aber wir haben zwar O2-Generator, das muss uns dann reichen. Hier hinten haben wir drei Triebwerke zur Seite. Wir haben eins, zwei, hier unten fehlen noch welche. Wollte ich das genauso machen. Wie habe ich das dann gemacht? Einfach Kurve und links dran. Okay. Wahrscheinlich zwei Kurven waren es dann. Das heißt, da kommt noch eine hin. So, und eine nach. Ja, okay. Da gehen uns wieder die Teile flöten. So, da kommen natürlich auch gleich nochmal Triebwerke ran, logischerweise. Die sollen dann auch noch ein bisschen beim Bremsen helfen. Weil mit den zwei, die wir da oben bisher haben, das könnte unter Umständen für längere Bremswege sorgen. Ja, also mit so einem hätten wir keinen langen Bremsweg, das ist klar, aber das könnte jetzt platztechnisch ein bisschen problematisch werden. So, nochmal Teilchen holen, klar. Ich würde eigentlich gerne noch einen Sauerstofftank dran schnallen, aber ich weiß es nicht. Er ist mir ehrlich gesagt zu groß. Deswegen verzichte ich da jetzt gerade so ein bisschen drauf. Aber es muss ja auch nicht mehr groß was passieren. Das Ding muss einfach nur nach oben fliegen. Achso, nein, stopp. Es muss einfach nur nach oben fliegen. Vielleicht sollte es doch noch irgendwas Sinnvolles tun. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was könnte dieses Ding noch Sinnvolles tun? Ich hätte da noch eine Idee. Und zwar folgende. Wir gucken, dass wir hier irgendwo noch zwei Solarzellen angeschraubt kriegen. Vielleicht jetzt nicht sofort. Aber die Teile sollten wir mitnehmen. Und zwar für zwei Solarzellen, ein Scharnier und ein Rotor. Ja. Container hat er ja. Und dann brauchen wir noch Teile für Scharniere. Dann nehmen wir noch Zeug für Rotoren mit. Ich nehme absichtlich ein bisschen mehr mit, einfach weil. Nicht, dass wir dann oben irgendwie feststellen, ups, wir haben jetzt doch nicht genug gehabt. Und dann stehen wir da. Energy low. Geht das schon wieder los, ey. So, dann kommen die da rein.
So, ich tanke jetzt einfach mal ganz kurz hier nach, weil geht auch relativ flott. So, dann brauchen wir noch einen Custom Turret Controller. Der muss auch noch irgendwo hin. Ich würde sagen, weißt du was? Da war ich ein bisschen übereifrig. Der kommt hier rein. Bitte in der kleinen Version, ja? Und ihr könnt euch vielleicht denken, was ich vorhab. Ich werde es gleich auflösen, keine Sorge. Und zwar die Idee ist folgende. Wir machen das, was wir schon mal getan haben. Und zwar wird dieses Gerät hier noch zwei Laserantennen kriegen. Und die Idee ist dann, eine verbinde ich mit dem Rover, der muss dann natürlich auch wieder eine bekommen, das ist klar. So, das heißt, das hier ist Laserantenne Rover. Und das andere ist dann Laserantenne Base. So, jetzt hat der Rover natürlich noch keine. Ist die Frage, wo packen wir die hin? Ich hätte gesagt, wir gucken erstmal, wo ist denn unser Asteroid? ASUR-Eis, ist es der? Gerade mal hier ins GPS reinschauen. Nein, das ist ASMAUR. Den mache ich mal grün, damit ich den irgendwie hier besser sehe. Das ist knapp. Das ist arschknapp. Wenn ich hier eine Laserantenne hochbaue, dann kann es sein, dass ich... Nee. Ich befürchte, das wird nicht reichen. Das wird gerade im Weg sein. Das heißt, wir kriegen keine Sichtverbindung. Und damit kann ich mir das hier ein bisschen schenken. Eigentlich war mein Plan gewesen, das Schiff am Asteroiden hängen zu lassen und dann als Relay runter zur Basis zu setzen, aber das wird nicht gehen. Das heißt, wir werden jetzt hier ein bisschen den dämlichen Weg machen. GPS, Mars, Rover, Parking. Was nun gut ist. Und dann finden wir den halt eben auch auf dem Weg wieder. So, jetzt haben wir natürlich noch ein Problem, und zwar das Problem, dass das Ding hier im Moment noch keinen Strom kriegt. Außerdem brauche ich mal ein bisschen Stahlplatten. Ja, das heißt aber auch, dann ist es hier ziemlich sein Wegschiff. Ja, ist jetzt nicht irgendwie... Ah ja, es wird seinen Job erfüllen. So, das Ding braucht jetzt allerdings natürlich noch Wasserstoff. Und um den anzuschließen, brauchen wir noch ein bisschen Verbindung. Die wir ohnehin schon die ganze Zeit bauen wollten und dann nie gebaut haben. Die Frage ist nur, von wo, wohin, womit? Ja, ich hätte gesagt, dann geh über den Container. So, und damit ist die ganze Chose miteinander verbunden. Das heißt, so rein theoretisch müsste sich jetzt hier eigentlich auch der Tank füllen lassen. Tut er aber nicht.
Okay. Dann ist die Frage, warum? Weil die sind nicht aus Stockpile, der ist es. Eigentlich müsste der jetzt hier irgendwie Strom kriegen, Strom, Wasserstoff kriegen. Das ist hier auch hier alles miteinander verbunden. Und wenn ich meine H2O2-Generatoren so anschaue, die haben auch nicht mehr viel Zeug drin. Um nicht zu sagen, gar nichts. Und nur so am Rande. Ich würde sagen, der Rover kriegt tatsächlich den wunderschönen Namen, und zwar auf Deutsch, Hornisse. Einfach, weil er so ein bisschen, ja, hornissenartig aussieht, auch jetzt gerade mit dem etwas breiteren Hintern. Und weil er auch durchaus ein bisschen Zähne hat, das hat er ja durchaus bewiesen. Sag mal, kann das eventuell sein? Nee, da ist eine Verbindung da. Also der müsste eigentlich Wasserstoff ziehen. Hier rein. Über den Konnektor. Warum passiert da nichts? Verstehe ich nicht. Der ist auch nicht in irgendeinem Trade-Mode oder irgend so ein Quatsch. Okay. Aus einem mir nicht bekannten Grund. Hat der keinen. Doch, jetzt hat er. Doch, okay, jetzt funktioniert's. Aus irgendeinem Grund hat er sich das bisher noch nicht so richtig zusammengeholt. So, und damit haben wir tatsächlich Wasserstoff. Wir sollten aber vielleicht die Triebwerke normal abschalten. So, da und off. Schauen wir mal kurz, wenn wir da jetzt drauf drücken. Okay, da geht hier alles aus. Sehr schön. So, jetzt muss das Ding natürlich noch irgendwo anders hin, weil das wollen wir jetzt gar nicht mehr hier lassen. Das heißt, wir werden es jetzt wieder hier mit abschleppen. Ich bin gespannt, ob das noch funktioniert. Es sind jetzt doch ein paar Blöcke mehr dran. So, das ist dran. Ja, meine Güte, ich bin ganz leicht gegen Subgrid geflogen und dann sterbe ich natürlich wieder sofort. Ach, Spiel. Manchmal frage ich mich echt, was nicht mit dir stimmt. Ja, jetzt ist es natürlich unten. So, warte mal kurz, den Schrott packen wir hier noch rein. So, dann geht er hier ab. Und wir heben hier ab. Das funktioniert auch immer noch. Sehr schön. So, den Kollegen setzen wir jetzt ganz, ganz vorsichtig hier auf. Ab. Die Firefly bleibt hier. Gut, wo soll sie auch sonst hin? Sie kann ja gar nicht anders. Weil im Weltraum ist es ein bisschen schwierig damit. Na komm. Machen wir hier noch schön gerade. Und docken die Dame ab. Was wir auch noch mal ganz kurz machen, apropos abdocken. Andere Seite. So.
Die Triebwerke sollten auch noch ausgehen. Und damit die uns hier nicht irgendwelche Sachen wegholen. So, und was ich jetzt nochmal ganz schnell tue, so bevor Dinge passieren. Ich trenne die Verbindung da. Jo, das war vielleicht ein bisschen schlecht. Naja, gut, egal, das kriegen wir noch hin, keine Sorge. Und wir drücken hier nochmal Ctrl-B. Einfach, weil dieser Rover noch bisher nicht gespeichert wurde. Das sollten wir tun. So, jetzt müssen wir natürlich wieder ein Stück nach vorne wickeln und dann wieder den Anschluss kriegen. Aber ja, das wird schon. Hier mal zu, da mal auf, da wieder zu. Ach ja, Mist, da war ja was. Connector, Connector, Connector 2, Connector to Parking. Dann muss ich die Gyroskope nochmal anschalten. Und dann das Ganze nach oben wuchten, bis es dann schlussendlich einrasten möchte. So, das hätten wir auch wieder. Sehr gut. Sonst hätte ich nämlich jetzt, wenn ich den Blueprint mit dem angedockten Connector gezogen hätte, hätte ich irgendwie auch diese Plattform unten mit gespeichert. Und das möchte ich an der Stelle einfach nicht. Die gehört da nicht mehr zu dem Gesamtkonstrukt dazu. Ja, der wird jetzt hier erstmal fröhlich auf uns warten. Nochmal ganz kurz nachschauen. Wie es mit den Batterien aussieht, die Batterien sagen, sie haben einen Input von 39,9 kW und einen Output von 39, also knapp positiv. Dann mal schauen, ob wir hier noch ein paar Sachen abschalten können. Die Assembler auf jeden Fall, weil die Sache ist, wir wollen ja garantieren, passt es auch schon aus, okay. Dann ja, der Medical Room bleibt ebenfalls an, wobei wir könnten natürlich sagen, wir haben ein Survival Kit. Können wir eins von beiden einfach mal abschalten. So, und damit sind wir auf jeden Fall deutlich im Positiv. Bisschen mehr wäre natürlich immer noch gut, aber ja. Wüsste gerade nicht, was wir da noch an- und ausschalten können, was jetzt noch so viel zieht. Ja, und damit geht es dann erstmal für uns wieder zurück nach Hause. Hier ist jetzt unser lustiges kleines Schiffchen da. Schalten die Triebwerke an. Und warum? Achso, ich weiß, warum er nicht will. Weil der Tank steht noch auf Stockpile. Jetzt nicht mehr. Alter Vater hat den Schuh. Und wir düsen Vollstoff in Richtung Asteroid Mars Uran. Allerdings nicht ganz gerade. Wobei doch. Ja, wir sollten schauen, dass wir erstmal ins All hochkommen. So, theoretisch hätte ich immer noch Teile, mit denen ich jetzt irgendwie das Ding irgendwo an den Berg packen kann und als Transferschiff könnte ich benutzen. Das wäre noch eine Idee. Okay, vielleicht machen wir das. Aber tatsächlich wird das jetzt eine etwas längere Reise werden. Also guck mal, 85 Kilometer. Ich meine, klar, es hat auch ein bisschen gedauert, bis wir runtergefahren sind, runtergeflogen sind, aber wir haben ja auch tatsächlich einiges an Distanz zurückgelegt. Da unten ist unser kleiner Rover. Da hinten die Basis, die NPC-Basis bei dir waren also auch schon hier ein bisschen was weg. Und unter uns der rote Planet, dem wir an der Stelle einfach mal entfliehen werden. Ja, was lässt sich über den Mars sagen? Ich sage es ganz offen, irgendwie ist es alles komplett anders gelaufen, als ich es mir vorgestellt habe. Ich hätte mir gewünscht, dass deutlich mehr von den Abandoned Settlements kommen. Ist leider nicht der Fall gewesen. Generell irgendwie stand unsere Reise auch unter keinem guten Stern. Also angefangen mit dieser merkwürdigen Station, an der wir erstmal waren, die dann plötzlich einfach weg war. Glücklicherweise hatten wir den Rover getrennt. Wenn wir das nicht getan hätten, hätten wir, glaube ich, ziemlich blöd dagestanden. Ja, dann weiter im Grunde genommen mit den Angriffen, die uns das erstmal das ganze Unterfangen komplett zersägt haben.
war natürlich insofern dann schon ganz witzig, wieder mit irgendwie dem kleinen Schiffchen wieder zurück und irgendwie schauen, dass wir irgendwie retten, was zu retten ist, und dann irgendwie mit den Teilen, die wir dann halt eben hatten, wieder irgendwie schauen, dass wir das irgendwie aufgebaut kriegen. Das haben wir zum Glück auch geschafft. Ich denke auch, so an für sich ist der Rover auch ganz nett geworden. Vielleicht nicht unbedingt irgendwie der tollste Large Grid Rover, den ich jemals gebaut habe. Das lasse ich mir gegebenenfalls ankreiden, aber immerhin, es war Survival. Er kann ein bisschen was. Also irgendwie hat sich auch durchaus in 2, 3 Kämpfen dann doch ganz gut behaupten können. Ja, und hat natürlich auch noch ein paar schöne Sachen gehabt, mit denen er dann so halt eben so, ja, auch funktioniert hat. Die Rampe zum Schluss fand ich recht witzig. Auch das mit dem Panzer war ganz cool, auch wenn er sich leider, aber das konnte ja auch niemand wissen, dass sich das Panzerskript so schlecht steuert. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich die Gyroskopsteuerung noch weiter mit benutzt hätte, aber die haben wir dann auch für was anderes gebraucht. Und dann war das ein bisschen schwierig. Vielleicht irgendwie danach nachschauen können, ob ich noch irgendwie Gyroskope da reinpacke, die halt eben nicht von dem Skript betroffen sind. Dann hätte ich die weiterhin benutzen können, um so ein bisschen das Ding nach vorne oder hinten zu kippen, wenn ich es brauche. Und dann hätte irgendwie nur, was weiß ich, vielleicht nur die Hälfte benutzt, aber unterm Strich hätte uns das auch nicht viel geholfen, weil schlussendlich einfach das auch so ein bisschen das Problem da halt die ganze Zeit da war, dass halt eben irgendwie das Ding, ja, irgendwie dann teilweise, gerade wenn du so irgendwie Detailmanöver machst, plötzlich anfängt seitlich zu rutschen, und das war halt richtig bäh. Naja, so, wir fetzen jetzt aber erstmal vielleicht ein bisschen steiler in Richtung Weltraum, weil wir haben nicht unendlich viel Wasserstoff drin. Groß und Ganzen sind wir zwar eigentlich noch ganz gut mit, 77%, aber wir haben auch noch ein paar Kilometer vor uns, und ja, da müssen wir natürlich schauen, dass wir unser Schiff noch erreichen. Das heißt, ich würde jetzt erstmal versuchen, aus der Gravitation rauszukommen, und sobald wir dann da raus sind, dann fliegen wir dann halt in Richtung Asteroid weiter. So, 0,35 G. Ich schalte mal kurz die Trägheitsdämpfer ab und gehe mal gerade kurz ins Menü. Ja, jetzt fallen wir theoretisch auch gerade wieder runter, während ich das jetzt hier so mache. Aber dann kann ich die ja ausschalten und die Trägheitsdämpfer wieder anschalten. So, und dann kann ich jetzt im Grunde genommen mehr pumpen. Das ist ganz gut, weil wir mittlerweile nicht mehr so krass schnell Geschwindigkeit verlieren. Das heißt immer so, wenn wir auf 90 fallen, wieder ein bisschen nachpumpen, bis wir wieder auf voller Distanz sind. Und damit sollte unser Tank deutlich länger halten, als wenn wir die ganze Zeit sinnlos durchfeuern. Und weiter nach unten fallen können wir nicht, weil da haben wir noch unsere kleinen Triebwerke, die da helfen, in der Luft zu bleiben. Also, ja, besser gesagt, der Gravitation entgegen zu bearbeiten, weil irgendwie so viel mit Luft ist hier jetzt auch nicht. Guck mal da oben. Das könnten wir jetzt natürlich nutzen, wenn ich das richtig sehe. Ist das dann ein Eisasteroid? Das heißt, wir brennen mal schön in die Richtung. Ja, und da unten lassen wir den Mars hinter uns zurück. Tut mir offen gesagt nicht leid. Also es waren ein paar ganz witzige Sachen dabei, es waren ein paar komische Sachen dabei, es waren ein paar Sachen zum Ärgern und Aufregen dabei. Insofern ja ganz lustig. Aber wie ich es auch schon mal gesagt habe, so langsam konnte ich ihn auch ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Gerade auch, weil NPC-mäßig nicht so das passiert ist, was ich gerne gehabt hätte. Aber gut, so ist es. Wir haben auf jeden Fall unser Abenteuer Mars mehr oder weniger hinter uns gelassen. Wir haben die Option, zurückzukommen. Den Parkplatz gibt es da noch. Der wird auch nicht verschwinden. Das können wir aber mal löschen, weil das ist mit Sicherheit verschwunden.
Und ja, wir haben jetzt noch 70%. Wahrscheinlich reicht's, aber ich würde tatsächlich noch mal gerne. Ja, ich sag mal, vielleicht hier noch mal ganz kurz anhalten und noch mal so irgendwie 2-3 Inventare voller Eis noch mal hier irgendwie einkippen. Was wir jetzt nicht gemacht haben, ist irgendwie große Ressourcen mitgenommen. Tatsächlich, das habe ich jetzt so ein bisschen im Eifer des Gefechts vergessen. Gebe ich offen zu. Ja, aber was soll's. Und das ist dann einfach so. Aber gut, ich würde sagen, wenn wir dann bei dem Eisbröckchen sind, geht's dann in der nächsten Folge damit weiter. Euch auf jeden Fall wieder danke fürs dabei sein, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei uns im Nerdzeitalter. Ciao.